So, das Ding können wir da auch mal hinpacken. Warum denn eigentlich auch nicht? Da können sie sich dann verrenken. Und dann fehlt eigentlich wirklich noch irgendwas so Seifenartiges, was wir hier als Deko noch hinstellen, denke ich. Wartet mal, hier. Das. Die gute Sonnencreme, die sie hier nicht brauchen, aber trotzdem kriegen sie sie. Nehmen wir das noch, das. Und was haben wir noch? Ich glaube, mehr fällt mir jetzt spontan nicht ein. Vielleicht noch irgendwelche Fläschchen, die irgendwie wichtig wären. So, Raum ist fertig. Denke ich. Ich habe noch Geld übrig. Vielleicht können wir ja noch irgendeine Art von Bild an die Wand hängen. Mal gucken. Irgendwas Nettes. Und wie gesagt, sollte euch noch was einfallen, dann ist jetzt noch die Gelegenheit, das zu sagen und umzusetzen. Ah, das geht nur in klein. Aber es gefällt mir eigentlich so in klein. Und das Budget reichte. Wir haben noch 2000 Budget übrig. Wir können uns nicht beklagen, das scheint funktioniert zu haben. So, ihr habt noch die Möglichkeit, gerne noch einen Kommentar zu geben, was gemacht werden soll. Und Just a Noodle, Hallöchen, auch alle, die noch dazu rübergekommen sind, herzlich willkommen, schönen Tag und ich hoffe, ihr habt einen schönen Stream gehabt. So, da muss ich eine Flasche wegstellen. Ja, ich hoffe, ihr habt einen schönen Stream gehabt und dass es euch gut geht und ja, lehnt euch zurück und Zauberfee, Hallöchen, eine Party-Nudel. Nudelparty, auch nicht schlecht. Ja, wie gesagt, willkommen im Stream. Was gab es denn Schönes bei euch, wenn ich das fragen darf? Wir versuchen uns gerade an dem dritten Auftrag für die InDesigner-Karriere. Ein, ja, Badezimmer sollte es sein, in Orange wohl, im Landhausstil mit Videogames. Oder so. Lea, Mensch, ich habe ja lange nicht mehr gelesen. Wie geht's denn so? Ich hoffe, alles ist super und schön bei dir. Philosophiekurs? Worüber wurde denn philosophiert? Also Just Chatting nehme ich mal an, was ihr da gemacht habt. Aber das ist doch auch mal was sehr, sehr Schönes. Muss ja auch mal sein. Gedankenaustausch. Ja, aber wie gesagt, willkommen. Und wenn euch was einfällt, was noch in einem Badezimmer unbedingt gehört, gerne mal rein. Kann ich hier, interessiert mich nochmal, ich lese gleich, Moment, ist ein bisschen groß. Irgendwas ganz Kleines. Okay, da kann man wirklich was hinstellen. Okay, so. Ah, die Arbeit. Och, Mensch. Aber ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist, Lea. Also, dass du zwar eingespannt bist, aber nicht wirklich was Schlimmes auf der Arbeit passiert ist. Ja. Und ich hoffe auch, dass demnächst alles ein bisschen entspannter ist. Ja. Lisa Time. Herzlich willkommen. Und ansonsten über die Menschheit, die Wiege der Menschheit und über Gott und die Welt und also über alles. Das sind mir immer die liebsten Themen, wenn man einmal über alles redet. Das macht doch Spaß. Oh ja. So, ja. Was eine Po-Dusche, habe ich ja gar nicht gelesen, Lisa. Ging leider nicht. Also wir konnten kein moderneres Klo bauen, tut mir leid. Würde ich gerne einbauen. Ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt.
Aber es soll ja im Landhausstil sein und dann auch noch orange werden und da hat er nur dieses Klo leider rausgeworfen. Ach, leider, leider. Viel zu tun. Na, wie gesagt, ich hoffe, dass es bald wieder besser wird, Lea. Ich hoffe, dass du bald wieder entspannter bist. Besonders jetzt, wenn dann der Sommer ist. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber hier ist relativ warm, wo ich wohne. Und da bin ich immer nicht so produktiv. Das gebe ich ja zu. Das, je wärmer, desto schlechter wird's. Ja, Intoria. Hey, Mensch, auch schön, dass du da bist. Klang gerade komisch, der Satz. Aber schön, dass du da bist. Machen wir es rum. Umgedreht. Dann passt es. Und willkommen. Ich hoffe, Zauberfee, wo ich komme vorbei. 20 Grad. Wir hier sind irgendwo bei... Ich habe hier im Zimmer 29,5. Ich komme da glatt vorbei. Aber ich habe schon gemerkt, es gibt ganz große Unterschiede in den Temperaturen. In Gütersloh, na gut, ist, glaube ich, nicht so schnell zu erreichen von mir aus. Berlin, ne? Berlin ist, wir sind die wärmere Stadt gerade. Frag nicht, warum. Aber hier regnet es irgendwie auch nicht. Leider. Ich würde mal wieder gerne Regen haben. Auch für die Allergien, ne? Damit mal ein bisschen die Allergiestoffe aus der Umwelt rausgeputzt werden. So ein bisschen Regen wäre schön. Über die A2. Naja, wie gesagt, rechne nicht damit, dass ich jetzt gleich losfahre. Ich habe hier noch ein Badezimmer. Ich bin immer noch nicht glücklich damit, dass im Badezimmer eine Gaming-Konsole stehen soll. Aber gut. Sie wollen irgendwas mit Gaming haben. Mag Videospiele. Ich glaube, ehrlich gesagt, wir probieren es. Also wir sind fertig. Also mit Nerven. Ich habe übrigens gelesen, man soll speichern, sicherheitshalber, bevor man die Kunden zurückruft. Es soll wohl manchmal crashen. Promi-Level ist auch noch gesunken. Na weil, der geht's nicht mehr gut. Na gut, sie ist ja auch momentan nicht wirklich. Oh nein! Wir haben die Vorher-Nachher-Fotos vergessen. Ah, Mist. Sie mag Fitness, ja. Ist alles gut. Aber wir haben sie wirklich vergessen. Ich weiß gar nicht, was man dann jetzt macht. Tja, Vorher-Nachher-Fotos. Egal, ich probiere mal was. Ich werde das schon hinkriegen. Vorher-Nachher-Fotos. Also, passt mal auf. Wir machen da Folgendes. Wo bin ich denn jetzt hier gerade? Das hat gerade ein bisschen was von so einem Horrorspiel. Da ist kein Geist. Da auch nicht. Wie sieht's hier aus? Hi. Okay. Ich will gerade sowas sagen wie schreib in das Buch. Ich weiß nicht warum. Oh, falsche Ecke. Ui. Gut, vorher, nachher wird irgendwie gleich. Tut mir leid, es geht nicht anders. Wir haben es vergessen. Ich hätte die Abarbeitungsliste, glaube ich, mal machen sollen. Egal. So, drei Fotos. Ja. Und ich lasse sie da mal hingehen. Habt ihr denn Erfahrung mit dem neuen Innenarchitekten Add-on oder noch nicht? Komm, Lea, du bist doch Sim-Fan hoch 3. Ich wäre jetzt enttäuscht, wenn du schreibst, habe ich noch nicht gespielt. Aber andersrum, wenn du keine Zeit hast, ist das verständlich. Das muss man ja jetzt auch sagen. So. Okay. Das ist alles vorher, nachher, Foto, alles ist gut. Ich habe keine Ahnung, ich glaube, ich habe... Man muss die ja gegenüberstellen, leider. Okay, so, Hammer, Hammer, Hammer. Okay, ja, man muss es gegenüberstellen. Ist egal, geht nicht anders. Vorher, nachher ist gleich. Wir erklären das dem Kunden und sagen, aus Versehen vergessen. Es tut mir sowas von leid. Kann mal vorkommen. Aber sie erinnern sich doch sicherlich noch, wie ihr Badezimmer vorher aussah, weil sie haben hier gewohnt und vor allem, sie waren nur 2 Stunden weg. Wenn sie das bis dahin wieder vergessen haben. Okay, wir zeigen die Renovierung. Die Präsentation geht los.
aber. Wenn ihr Fragen übrigens zum neuen Add-on habt, gerne stellen. Ich weiß noch nicht, ob ich es richtig beantworten kann, weil so viel habe ich noch nicht gespielt, aber wir bemühen uns. Jetzt wird spannend. Vorher. Nachher. Cool gemacht ist es schon, ne? Also, man hat diese Optik im Sinne von da, so sah es aus, so sieht es neu aus. Hier sind es jetzt, wie gesagt, die gleichen. Weil, vergessen. Aber gut. Vielleicht hat das auch gar nicht irgendeine Auswirkung auf die Bewertung. Das werden wir halt sehen. So. Objekte zeigen. Jetzt müssen wir... Wir müssen, glaube ich, irgendwas präsentieren. Würde ich ja gerne. Geht aber noch nicht. Moment. Jetzt. Jetzt können wir präsentieren. Ihr habt eine neue Dusche. Und wir müssen auch warten, bis die sich alles brav angesehen haben oder zum Beispiel schon aus diesem Bücherregal ein Buch geklaut haben. Und anschließend kriegen wir dann erst die Bewertung. So, sehen Sie sich die Dusche an. Oder auch hier, Ihr neues Waschbecken. Diese wunderbare, schöne Form, die wir hier ausgewählt haben. Und vor allem das Wichtigste, traumhaft, genau, dieses traumhafte Klo. Ganz, ganz, ganz wichtig. So, wir reden auch nochmal. Schmeicheln. Schmeicheln ist mal eine gute Idee, auch wenn er gerade gehen wollte. Du bleibst hier, Junge. Du wirst jetzt mal eingeschmeichelt. Wir müssen nämlich noch mit einem Kunden reden. Oder mit dem Jungen da. Mal gucken. Nach Tag fragen. Interessiert uns nicht wirklich, aber wir machen es trotzdem. Okay. So, und jetzt müssen wir warten, bis die Kunden sich alles angesehen haben. Wenn die sich alles angesehen haben, dann wissen wir auch, ob das hier gut ankam oder nicht. Uiuiui. Spannend. Beim letzten Mal kamen nur Kopfschütteln bei raus. Und Unverständnis. Ich sehe drei Kunden. Wo ist denn der vierte? Ach, da hinten. Alles wird prima dieses Mal. Du erinnerst dich ans letzte Mal, oder? Es ist nur so eine Frage. Beim letzten Mal war das... Wie soll ich das jetzt charmant ausdrücken? Kam nicht gut an. Aber wenn die da hinten mit der Geige beschäftigt ist, dann kann die ja kein Urteil bilden, sich bilden. Dann haben wir ein Problem. Suboptimal, schön beschrieben, ja. Na, mal gucken. Okay. Erstes Urteil. Erstes Urteil. Ja, kommt super an. Die Spielekonsole und der Fernseher auf dem Klo haben wohl gepunktet. Nummer 1 ist zufrieden. Ach, der träumt ja wirklich. Guck mal, der ist ja hin wie weg hier über sein neues Klo. Toll. So, was ist mit dir? Die gehen alle. Die sollen mir doch sagen, ob sie es gut finden. Komm mal her. Die mögen alle ihr Party-Mini-Räumchen hier hinten. Aber die sollen mir doch sagen, ob sie begeistert sind. Jetzt sind die alle nach hinten gedackelt. So, also, hier, da. Guck mal. Präsentieren. Oh, halt. Nein. Abschließendes Urteil. Wir haben sie hergeholt. Wir kriegen... Ich glaube, sie ist... Sie ist glücklich. Sie freut sich. Oh, sie haben alle. Wir können jetzt ein abschließendes Urteil kriegen. Okay, mal gucken. Und? Oh, Mann. Eine Träne. Oh, voller Erfolg. Ich sag euch jetzt schon, das wird ein voller Erfolg. Ich glaube, sie ist begeistert. Was ist mit dir? Auch du? Bist du auch begeistert, mein Freund? Ja, Mensch. Na, Wei weiß eben, wie es geht. Es sei denn, es hat was mit Bowling zu tun, dann weiß sie es nicht. Okay, und jetzt fragen wir auch noch den kleinen Gartenzwerg da draußen, der ein bisschen im Regen steht. Und wir gehen extra zu ihm hin, ohne Regenschirm.
Und? Sehr schön. Ah, Nawal hat den Auftrag abgeschlossen und die folgenden Ergebnisse erzielt. $550 und berufliches Ansehen gestiegen. Und das alles ohne alkoholische Getränke. Wir brauchen sowas nicht. Wir müssen die Leute nicht besoffen machen, damit sie unsere Arbeit gut finden. Aber das stimmt. Meistens bei irgendwie Präsentationspartys ist es ja so, ne? Und hier dann das Glas Sekt und Shampoos und so. Ah, ich würde das tun, okay? Damit sie abgelenkt sind von dem, was wir gemacht haben. Ich verstehe schon. So. Hier ist es warm, hier muss ich nicht im Winterkleid rumlaufen. Okay. Hat gut geklappt. Leistung steigt, Ruf ist durchschnittlich. Wir sind nicht wirklich begeistert. Wollen wir gleich zur nächsten Aufgabe? Und wenn, was? Wir können Zimmerrenovierung machen. Das wäre egal welches Zimmer. Und das war's. Okay, ich frage nicht, was wir machen, ich frage wo. Bei Pauls oder Schwarz? Ja, mir ist es egal. Bei Schwarz, okay. So, ich habe mir nur kurz was neu eingegossen. Bei den Temperaturen muss man ja immer trinken und besonders wenn man viel, viel redet, sollte man ja auch immer schön die Kehle feucht halten. Marvin, Tanzfähigkeit 5. Richtig. Ach, es ist Erntefest. Hm. Kann mir mal jemand diese Zwerge erklären? Ich habe schon immer versucht, sie herauszufinden, wie sie funktionieren, aber mal sind sie freundlich, mal sind sie unfreundlich. Gibt es eine Logik, nach was man ihnen geben oder was man sie ihnen geben soll? Hier, guck mal, ich gebe ihm mal Salat. Keine Ahnung, ob das was Gutes ist oder was Schlechtes. Marker. Ich hoffe. Ich verstehe die nicht. Oh, So, wir haben $550 verdient und geben es für ein neues Klo aus. Das ist aber so typisch und passend. Wir haben gerade $550 oder Similions gekriegt für die Renovierung einer Toilette. Und prompt müssen wir die für die Renovierung einer Toilette ausgeben. So macht man das. So finden die Leute das alle ganz toll hier bei den Sims. Zwergensensemännchen. Das ist mir ja noch gar nicht aufgefallen, aber du hast ja recht. Ich hoffe, der macht nicht den gleichen Job wie der andere. Der mit Kapuze und Sense und der Plätzchen mag, ne? Wir erinnern uns, der mag Kekse. So irgendwie. Okay, Um 9 Uhr am nächsten Tag geht es weiter. Das Budget wird klein sein, $1.296. Hast du es noch gar nicht mitgesehen hier oben, meine kleine Batu-Basis? Aber ich danke. Ich danke. Oh, Ishkawangi. Na, wir haben ja auch im Prinzip, auch wenn sie gerade ein bisschen unvorteilhaft in der Kleidung aussieht. Aber wir haben ja jemanden, der dem Widerstand geholfen hat. Und der sogar in der Hinsicht sogar ausgebildeter Lichtschwertprofi geworden ist. Aber leider. Sie ist nicht mehr die Jüngste, ne? Also bitte nehmt sie ein bisschen, also nicht übel, sollte sie jetzt nicht mehr ganz so agil sein, ne? Aber im Prinzip, ich habe ja damals dieses Let's Play angefangen mit dem Batu. Ja? Add-on. Wer es noch weiß, das ist jetzt über ein Jahr her. Oder ein Jahr ungefähr her. Und wir haben damals angefangen mit dem Batu-Add-on.
Und einmal die Widerstandsvariante durchgespielt, nicht die erste Ordnung und nie wieder zurückgekehrt. Ich wollte immer noch die andere Fassung da, die erste Ordnung wollte ich auch mal durchspielen, aber hat sich bisher nie ergeben. Und ja, ich weiß, passt nicht zu den Sims, aber man muss es vielleicht anders bewerten. Seht es nicht als Bestandteil, seht es als Urlaub und Adventure-Urlaub so in der Richtung. Also wirklich so, wie man das ja auch macht. Es wird ja wohl, wenn ich es richtig gehört habe, richtig ein Star Wars-Hotel gebaut, wo, wenn man eincheckt, man praktisch so ein Raumschiff von denen betritt und dann eben eine Reise macht. Und dann checkt man nach ein paar Tagen wieder aus. Und so ähnlich ist es bei den Sims auch. Man fliegt nach Batu, das ist der Themenpark, und fliegt wieder zurück. Gibt es einen Friedhof bei den Sims? Nein. Nein, du kriegst, wenn ein Sim verstirbt, einen Grabstein. Den kann man hinstellen. Wenn man ihn hinstellt, dann geistern die Familienmitglieder auf dem Grundstück danach rum. Aber einen richtigen Friedhof gibt es nicht. Das Einzige, was es gibt, ist in dem DLC mit den Vampiren. Da gibt es sozusagen ein großes Herrenhaus, wo auch der Wladimir irgendwie was wohnt, also der Hauptvampir sozusagen. Und dieses Haus hat an der Seite einen großen Friedhof dran, aber das ist nur Deko, wenn man es genau nimmt. Man könnte quasi einen eigenen Friedhof bauen. Ja, da musst du aber sehr viele Sims dann um die Ecke bringen. Und das ist manchmal schwieriger, als man es glaubt, ja. Also in den früheren Teilen reichte es ja eigentlich, dass man die Sims in einen Raum einsperrte ohne Tür und dann verhungerten sie irgendwann. Aber das dauert in diesem Teil doch relativ lange. Meistens sterben die Sims, wenn man es nicht erwartet. Muss ich so sagen. Bisher sind sie mir immer dann umgekommen, wenn ich es nicht erwartet hatte. Aber dafür dann stilvoll.